Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, viele von euch haben mitgekriegt, es gab einen größeren Patch. Und in diesem Video werde ich euch kurz die relevantesten Sachen in diesem Patch zeigen. Denn es gab auch eine ganze Menge Kleinkram-Updates, sowie Grafik wurde verbessert, die eine Karte wurde verbessert, das zeige ich euch auch noch. Einige Animationen wurden hinzugefügt und ganz viel Kleinkram halt, das will ich jetzt nicht alles ins Video hauen. Die gesamten Patchnotes, wenn ich es nicht vergesse, werde ich sie als Kommentar mit hinzufügen, beziehungsweise könnt ihr die auf Steam dann einfach nachlesen. So, fangen wir mal an mit dem Raptor hier. Es geht jetzt nicht speziell um den Raptor, sondern um eine Funktion. Ich habe den jetzt gewählt, damit ich hier schneller über die Karte flitzen kann, und zwar das Nesting. So, und das zeige ich euch jetzt mal. Das sieht nämlich jetzt so aus. Das ist bei fast allen Dinos, die nesten können, macht er jetzt eine schöne Animation. Sweet. Das ist schon mal sehr, 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 sehr geil. Na, das haben wir uns alle gewünscht. Sieht gut aus. Schön. Nächste Sache. Wie gesagt, ich werde das hier alles versuchen, so kurz und knapp wie möglich zu halten. Ihr seht schon, wir haben unten rechts eine komplett neue Anzeige. Klar, der Fuß bedeutet Stamina. Wenn ich jetzt ein bisschen hüpfe, seht ihr auch, wie es... Nee, doch, da geht's weg, genau. Anzeige blendet sich auch automatisch aus. Finde ich ganz geil, wo jetzt Hunger und Durst, wie das angezeigt wird, weiß ich gerade nicht. Ich vermute einfach, dass die Symbole dann erscheinen, wenn wir tatsächlich auch Hunger haben. So, wenn ihr da nähere Infos habt, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Also so stelle ich mir das jetzt vor, denn wenn wir laufen, zeigt er uns, ne, die Stamina-Anzeige an. Und ich denke, wenn wir Hunger und Durst haben, wird dann noch eine extra Anzeige erscheinen. So, finde ich eigentlich, ja, ganz geil. Ne, es sieht gut aus, aber nicht ständig, dass du einen Blick haben musst. Ja. So, nächste Sache, ihr seht schon neue Pflanzen, ist auch geil, und zwar haben wir jetzt, bewegen sich die Pflanzen. Wenn wir da durchlaufen, dann können wir die, seht ihr, wegdrücken. Ne, als Raptor perfekt, geht nicht ins hohe Gras, ihr wisst Bescheid. Und das ist auch mit dem normalen Gras so, also alles, wo man jetzt gegenläuft, bewegt sich. Das hatten wir vor einiger Zeit schon mal kurz drin, aber es wurde wieder rausgenommen. So, und jetzt scheint es doch super zu funktionieren. Ihr seht das auch, der Busch bewegt sich. Ja, es geht in die richtige Richtung, Leute. Richtig, richtig geil. Ich glaube, wassertechnisch wurde ein bisschen was. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob diese Wellen vorher auch schon da waren. Jetzt haben wir hier auch eine Anzeige, ne, dass wir E drücken müssen beim Trinken. Machen wir doch glatt. Ich glaube, wassertechnisch hat sich auch ein bisschen was verändert. Also ist viel, 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 viel Kleinkram auch passiert. So, sieht auf jeden Fall recht geil aus. Neues Ragdoll-System und muss ich gleich mal testen. Ich werde den jetzt mal schnell abschlachten hier und gucken, ob er anders fällt als sonst. Ja. Oh, gut. Haben wir hier was Neues? Genau, Blutspritzer sollen jetzt, ja, seht ihr schon, da gab es auch Veränderungen. Das hat sich auch alles verändert. Und Nachtsicht wurde angepasst, kann ich jetzt hier natürlich nicht so geil testen, da wir gerade nicht in der Nacht spielen. Aber das wurde alles so ein bisschen optimiert und schick gemacht. Ja, und ihr seht auch, ich finde das Model, das sieht gut aus. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich überlege gerade, ob noch hier irgendwas Wichtiges jetzt war. Nesting haben wir, das haben wir. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir auf die nächste Karte. So, willkommen zurück auf der Karte Xenya. Und ihr habt es gerade vielleicht noch gesehen. Wasser hat gerade aufgeblinkt und ich habe es schon gesehen. Hunger hat auch aufgeblinkt. Also, wenn die Sachen kommen, also wenn wir langsam Wasser verlieren und langsam Hunger bekommen, dann blinken die Teile
auf. So als erste Warnstufe, denke ich mal. Und dann nachher stehen sie dauerhaft da und gehen runter. So stelle ich mir das vor. Ja, und ihr seht schon, die Karte wurde komplett überarbeitet. Wir haben neues Gras, wir haben neue Bäume, viele, viele neue Sachen. Die geilste neue Sache zeige ich euch natürlich auch gleich. Hier seht ihr das nochmal, dass das Gras sich wegdrücken lässt. So, da war wieder der Sprachfehler. Wunderbar. Es ist spät, Leute, es ist wirklich spät. Die neuen Blumen, neue Blümchen haben wir hier auch. Schön. Oder waren die vorher schon da? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Schreibt das mal in die Kommentare. Aber so, dass sich das Gras jetzt hier so be. Finde ich gut. Finde ich geil. Die neuen Tannen sehen auch wunderbar aus. Irgendwie komplett. Die ganze Grafik ist viel schärfer. Es sieht gut aus. Die Schatten in den Bäumen sehen auch nicht mehr so bescheuert aus. Es ist toll. Es ist wirklich, wirklich toll. Viele neue Steine, neue kleine Objekte hier. Viel, viel Kleinkram. Also viele Details sind dazugekommen. Und grafisch muss ich sagen, geht das in eine absolut geile Richtung. Es wird immer, immer geiler. Performance ist immer noch super. Ich kann mich nicht beklagen. Also, ich finde es geil. Ihr wisst ja, ich bin eine Grafikhure. Und toll, toll. So, das neue Sniffen zeige ich euch jetzt. Beziehungsweise, was daran jetzt neu ist. Die einen mögen es wahrscheinlich, die anderen mögen es nicht. Ich finde es praktisch. Wir werden es gleich sehen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, und da seht ihr es auch schon. Die Teiche, also das wird jetzt alles so angezeigt. So weiß man immer, wo was ist. Ne, wenn ich mich jetzt bewege, wisst ihr, was ich meine. Ich denke mal, einige werden es doof finden, aber ich finde es wirklich absolut praktisch, weil ich jetzt weiß, da hinten ist ein Teich. Vorher haben wir den nur blau leuchten sehen, wenn wir den auch gesehen haben. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt weiß ich, okay, ich muss in die Richtung laufen, da ist ein Teich. Vorher mussten wir auf dem Berg stehen und haben den dann gerade so durch die Bäume leuchten sehen. Ist, ja, ich finde es jetzt. Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob es jetzt zu einfach ist oder ob es praktisch ist. Ich finde es praktisch eher, würde ich sagen. Weil ich jetzt immer weiß, in welche Richtung ich laufen muss. Viele neue Wasserstellen sind dazugekommen. Hat er wirklich gemacht, Leute? Er hat's gemacht. Wasser. So, und die große neue Sache zeige ich euch jetzt. Was richtig geil ist. Was richtig geil ist. Hier seht ihr auch die neuen Bäume. Ne? Ein paar Birken stehen jetzt hier auch rum. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Finde ich gut. Na, hier, ich glaube, das da unten ist auch der Efeu, der Riesenefeu da unten. Das ist auch neu. Also viel, viel. Ach, guck mal hier. Guck mal, ich habe Fehler gefunden. Da. Nee, oh gut, der Busch bewegt sich. Okay, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ich glaube, ich laufe jetzt richtig. Ich zeig's euch, ich zeig's euch. Ja, ich glaube, das ist die richtige Richtung. Mal gucken. Ich will es jetzt nicht ersniffen, dann seht ihr das nämlich schon vorher. Ja! Ja! Ein Fluss! Wir haben einen Fluss! Da habe ich doch absolut Pipi in den Augen und in der Hose. Wir haben einen Fluss, Leute. Ein reißender Fluss, der die Karte durchtrennt. Sehr schön. Natürlich werden wir nicht weggespült, weil wir im Boden verankert sind mit unseren Krallen. Na, da kann das nicht passieren. Wir haben jetzt überall am Wasser so ein bisschen Bambus, ist das, glaube ich, stehen. Könnte für mich noch ein bisschen. Es sieht komisch aus. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich würde den Bambus nicht so ans Wasser stellen. Ich würde da eher Schilf oder. Naja, gerade an einem Fluss würde ich sowas halt nicht hinstellen. Und dann würde ich ihn dichter stellen. Aber wie gesagt, ist alles Meckern auf höchstem Niveau. Das, was er gemacht hat, finde ich gut. Er hat auf die Community gehört, glaube ich zumindest. Denn wir alle haben uns einen Fluss gewünscht. Und ja, der Fluss ist da, Leute. Er ist da. So, jetzt habe ich getrunken. Jetzt wollte ich euch eigentlich zeigen, dass das aufblinkt. Aber ich glaube, das hat zwischendurch geblinkt. Also so funktioniert die neue Anzeige halt, ne? Wenn es benötigt wird, dann blinkt es auf. Ansonsten ist es ausgeblendet. Ja, für absolute Kontrollfreaks ist es natürlich scheiße. Für welche, die es nicht sehen wollen, ist gut. Ja, so könnte man den ganzen Fluss jetzt langlaufen. Ich glaube, ich werde euch jetzt einfach nochmal fix die Karte von oben zeigen.
Beziehungsweise werden wir nochmal durchfliegen und dann soll es das auch schon gewesen sein. Bis gleich. So, hier nochmal die Karte in einem Replay. Wir können uns ja hier frei drin bewegen. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Hier ist die Quelle des Flusses. Dieser riesengroße See. Ja gut, ich habe jetzt gerade pausiert. Hier bewegt sich natürlich nichts. Wir folgen jetzt einfach mal kurz dem Fluss und gucken uns an, wo er dann mündet. Aber hier könnt ihr mal so ein bisschen den Überblick bekommen, was sich hier so alles verändert hat. Und das mit dem Fluss finde ich echt nice. Wirklich nice. Von mir aus können ruhig noch ein paar mehr Flüsse. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Also da hätte ich Bock drauf. Jetzt sieht man auch mal, wie groß die Karte ist. Wahnsinn. Schön. Schön, schön, schön. Und überall so ein paar kleine Wasserfälle sogar. Nice. Können wir da rein? Das ist gut. Super, super geil. Schönes Versteck auf jeden Fall. Ich denke, hier wird es so einige Sachen auf der Karte geben, die richtig nice sind. Ich freue mich schon darauf, die zu entdecken. Und hier, ja, versickert der Fluss. Ja, ich hätte ihn vielleicht ins Meer münden lassen. Eventuell. Aber ist okay. Wir haben einen Fluss, Leute. Wir haben einen Fluss. Wir wollen nicht meckern. Es ist schön. So, Sumpfgebiet. Ich gucke mir das da auch nochmal schnell an, ob es da irgendwas Neues gibt. Ich bin wirklich gespannt, ob er, wie versprochen, die ganzen Wasserstellen bzw. viele neue Wasserstellen eingefügt hat. Hier ist zum Beispiel eine. Kenne ich jetzt persönlich, glaube ich, noch nicht. Sieht interessant aus. Wie gesagt, weil das war ja so dieses A und O, wir brauchen mehr Wasser auf der Karte. Definitiv. Ja. Wie oft sind wir verdurstet? AI ist ja schön und gut, wenn man was zu fressen hat, aber Wasserstellen brauchen wir unbedingt mehr, weil an den ganzen großen Wasserlöchern, wissen wir alle, haben sich die ganzen Leute dann versammelt. So verteilen sich alle so ein bisschen mehr über die Karte und ja, schön. Finde ich gut. Okay, diesen Bambus haben wir jetzt überall stehen. Ich persönlich finde, es sieht ein bisschen merkwürdig aus mit dem Bambus. Das gefällt mir noch nicht 100%, bin ich ganz ehrlich. Also da hätte ich andere Pflanzen gewählt oder es einfach ohne den Bambus gelassen. Es sieht doch ein bisschen. Obwohl wir uns ja gewünscht haben auch, dass es Schilf oder sowas gibt, ne? Aber das sieht. Es sieht merkwürdig aus. Ist egal, aber es hat sich was getan. Und ich find's gut. Ich finde diesen Patch mehr als gelungen. Ach, guck mal. Ist das unser. Ne, das ist doch gar nicht unser Fluss, oder? Ist jetzt hier noch ein Fluss? Hier ist noch ein Fluss. Okay, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Wo ist denn. Oder ist das unser hier? Ne, das ist ein anderer, ne? Der andere ist da hinten irgendwo. Da hinten ist der andere. Schön. Geil. Der ist kleiner, der ist schmaler. Oder bin ich jetzt doof? Ach nee, guck mal, der fängt hier an. Und. Ja, nice. Nice, Leute. Okay, wir haben zwei Flüsse. Wahrscheinlich auch drei oder vier. Keine Ahnung, schreibt das mal in die Kommentare. Das, was ich hier gesehen habe, gefällt mir. Wirklich? Hier ist noch einer. Nice. Schön. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja, hier ist noch direkt der nächste. Ich glaube, das ist unser, dem wir gefolgt sind, der längste. Also auf jeden Fall haben wir jetzt Wasser satt. Ich versuche mal nochmal ganz oben zu fliegen und das ein bisschen zu sehen. Ja, da ist ein Fluss, da ist ein Fluss, da ist einer. Also wir haben wirklich jetzt überall Wasser. Da sehe ich schon eine Wasserstelle. Großartiges Update. Ich freue mich demnächst dann auf der neuen beziehungsweise überarbeitete Karte zu spielen. Falls ich noch mal irgend, also falls ich noch irgendwas Relevantes vergessen habe oder so, schreibt das einfach in die Kommentare. Tauscht euch hier in den Kommentaren aus. Freue ich mich auch auf irgendwelche. Ja, naja, ihr wisst schon, ne? Ihr könnt ruhig diskutieren. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Schön. Diskussionen, genau. Es ist wirklich spät. Es tut mir leid. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin. Tschüss.